Wo es ist übrigens einer der lustigsten Streams, die ich bis jetzt hatte, würde ich behaupten. Ist das so? Ich glaube ja. Oh mein Gott, wo ist mein Bier hin? Na. Es ist links. Es ist hinter mir, ne? Oder? Weiß ich nicht. Ah, egal, ich werde schwitz es finden. Schwitze ich nur, da ist das mein Bier. Irgendwo werde ich es finden. Und wenn nicht, habe ich hier noch ein köstliches Mathanus-Gold direkt unter meinen Füßchen. Nichtsdestotrotz. So, kriegst du das hin, ist die Frage. Ja, oder was? Wolfenstein kriege ich hin, das ist nicht gut. Das Ding. Ich mich kriegst du es auch eingestellt, ist die Frage. Ja, klar, Mann. Wolfenstein habe ich 1000 Mal gespielt. Oder was muss ich da einstellen? Full HD und. Achso, nee, wir sind da, wir sind nicht bei. Das ist alles viel einfacher. Das Einzige, was wir jetzt umstellen müssen, ist, dass wir wieder nullen. Stimmt, weil wir jetzt auf PC streamen. Oh, Baby! Elgato, auf Wiedersehen. Filter. Und dann geht das. Wie mache ich den Übergang? Du musst doch mal ins. Verdammt, okay. Du musst vorher den Übergang machen, bevor du. Okay. So. Übergang, ne, oder was? Genau, Übergang. Bam, bam. Das Bild ist zwar in der falschen Ecke, aber das ist uns jetzt egal. Ja. Geh vielleicht nochmal ganz kurz auf Desktop Audio, weil ja. Ist das irgendwo hier? Nee, links, also in der Mitte sind die Audiospuren, da auf das Zahnrad von irgendeinem Desktop Audio. Ja. Eigenschaften. Ja. Und jetzt da noch auf Samsung AMD. Ganz genau. Okidok. Und dann hoffentlich passt das alles. Ihr habt Sound. Nee, Übergang brauchst du nicht. Wir probieren es einfach, wenn ihr keinen Sound habt. Okay. Beschwert euch bei. Bei Rocket Beans. So. Bei jemand anderem. Genau. Oh mein Gott, dieses Spiel, es ist nur geil. So, Lean ist auf jeden Fall richtig. Bei jemand anderem, genau. Oh mein Gott. Oh. Wir haben auf jeden Fall Sound, ob es jetzt Sound vom PC ist oder ob ihr einfach das gedoppelt habt, wissen wir nicht. So, ich lese den Chat, die man spielt. Hammer, Hammer. Okay. Das ist fast mein Lieblingsding bei so Stream-Sachen. Den bei Chat Rocket zu lesen? Beans. Ja, aber man ist so frei von allem. Und ja, es ist sehr rar bei mir, weil immer ich spiele. Oh, okay. Weil die Leute alle nicht spielen können. Okay. Und dann lesen wir so im Chat, das so. Hallo, alles auf High, Mann. Wo sind wir denn? 2001 oder was hier? Ja, der Sound ist voll okay. Nvidia Systems 4G, ja, die Trueform, yes, bitches, auf jeden Fall, Mann. So. Nur die geilsten Einstellungen für dieses Spiel von vor 15 Jahren. Ich hab's ja nicht sehr weit gespielt. Was? Ich muss doch bitten, ey. Ich hab's halt früher nicht gespielt. Bei mir ist das. Es kann schwer werden, deswegen machen wir es auf easy. Vorführeffekt. Kannst du mal dein Setup zeigen? Setup zeigen? Geht das überhaupt? Man kann doch. Was im meinst Stream du? Beziehungsweise so dein TV oder sowas? Ich hab ein Samsung. Ja. Ende der Geschichte. Also, was ich hier sehe, ist. Die Gummipuppe. Die fehlt leider noch. Die, wir haben hier so ein Kissen bei uns auf Arbeit. Hast du das gesehen? Ja, das ist derbe creepy, ey. Diese Kissen, die sind schon echt so. Diese Seitenschläferkissen. Special Interest, muss ich sagen. Also so, ich würde es ja gerne haben, einfach nur jedes Mal im Stream einfach neben mich zu stellen. Ja, so ganz unauffällig. Auf einmal ist es einfach da. So. Das wäre super. Diese Gesichtsanimationen sind damals. Wow! Du musst halt vorstellen, zu der Zeit. Quake 3 so, das war so, boah, wow, geile Grafik dann. Und dann kommt diese heftig modifizierte Quake 3 Engine-Schüssel. Hammer. Diese Engine-Geschichte war mir nie so bewusst. Oh doch, oh doch. This is Castle Wolfenstein. Oh mein Gott. In dem Old Blood, also Wolfenstein Old Blood, was der neueste Teil ist, ja. Spielst du ja auch am Anfang in Castle Wolfenstein. Was mich sehr gefreut hat. Was mich wundert, warum sie das erst in so einem Standalone Add-on aufgreifen. Also es ist im Grunde das hier nur so eine Art Reboot. Ja, Reimagining, sage ich mal. Ja, genau. Reimagining ist ein Wort. Ey, keine Ahnung, so, das ist so. Notlösung, die wollten das gleiche nochmal machen. Die kommt da aber auch drin vor. Ja, die auch in dem neuen? Ja, in dem ja. Blatt? Auch was? Ich weiß zwar nicht, aber da gibt es eine, die sieht ähnlich aus. Das wird sie wahrscheinlich sein. Und auch der Typ, dieser Deathhead oder was? Nee, der kommt im Hauptspiel drin vor. Okay. In dem Wolfenstein.
Das ist ja witzig, das ist ja. Wie heißt denn das? A New Order? New Order, genau. Ja. Welches ich viermal durchgespielt habe und jeweils an einem Stück. Das muss ein gutes Spiel sein, würde ich sagen. Nicht unbedingt, das ist auf einen Bug zurückzuschließen. Es gab eine Stelle in dem Spiel, wo das Spiel einfach hängen geblieben ist. Und dann hast du es durchgespielt? Bei dem Bug, wo es hängt? Ja, gut, sagen wir mal nicht. Das war ja kurz vor Ende dieser Bug und wir haben es mal über ein Update, also wir haben hingespielt, einmal von vorne angefangen, ob es einfach am Spielstand lag, ob der kaputt war. Dann mal nach einem Update versucht und nach dem vierten Mal auch mal komplett durchgespielt, als dann ein Update kam und das behoben hat. Okay. So. Na gut, und was geht's? Ich gebe mal dieses Intro hier. Lass uns mal loslegen. Oh mein Gott, ey. Dieses Spiel war ein Multiplayer, der Hammer. Genauso wie das Standalone-Ding, dieses Wolfenstein Enemy Territory. Damit habe ich so viele Stunden verballert mit meinen Kumpels, ey. Das war so geil. Das war so mein Spiel eigentlich. Wolfenstein Enemy Territory, so mit diesem Klassensystem. Das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, oh, wie geil ist es, mit Klassen zu spielen. Engineer, Soldier, Medic, Sniper. So, das sind diese... Darauf, Basic-Dinger, so. Daraus hat sich bestimmt auch so ein Team Fortress dann entwickelt, oder? Weil Team Fortress ist ja dann genau das. Team Fortress kam sogar vorher. Team Fortress war ursprünglich ein Mod für Quake 1, glaube ich, oder 2. Und beziehungsweise eine Mod von Half-Life wiederum. Ja, das dann auch irgendwann. Also Team Fortress war ein Mod gefühlt von allem. Es gab auch Enemy Territory Fortress. Auch Wolfenstein Fortress vom Dinger, ja. Also es gab eine Menge Fortress-Dinger. Day of Defeat Source schreibt Bot Awesome. Day of Defeat Source soll auch ganz nett sein, glaube ich. Das ist auch so Zweiter Weltkrieg. Ich finde auch die Atmo in dem Spiel so geil irgendwie. Dieses, so, wenn irgendwann diese Mumien kommen, diese Zombies und so. Das ich habe wie gesagt, ich habe, glaube ich, dieses Level gespielt, das erste und fertig. Es wird nur geil, ey. Es, das Spiel, Bombe, ey. Wirklich. Also für mich, keine Ahnung. Vielleicht habe ich das so ein bisschen mit so einem rosaroten Brille so, aber ich finde es echt nur geil. Die Animation ist schon super. Ja. Aber es sieht solide aus, sag ich mal. Meine Mausgeschwindigkeit ist ein bisschen zu schnell. Ich glaube, euch wird allen schlecht, wenn ich das so lasse. Also du kannst auch an der Maus direkt, da gibt es so ein Minus. Vielleicht. Na, fuck it. Ich mach das hier. Okay. Gib mir eine Sekunde. Hier, Maus. Ist eins. So, okay. Ja, zwei. Ist besser, ist okay. Das ist, finde ich, zum Beispiel eine Kunst beim Let's Playen für PC-Spieler, dass den Leuten nicht schlecht wird. Ja. Das können nicht viele, das können auch nicht viele bei uns. Und ich würde behaupten, ich habe das relativ gut hinbekommen, vor allem, dass es auch so ein bisschen cineastisch ist, weil es wie so ein Entwickler Sachen spielt. Ja. Wo man auch mal irgendwo links, rechts guckt, wie der Charakter halt auch gucken würde in einem Spiel. Außer als Start durchgehen. So einfach so ein bisschen Kameraführung machen. Und ja. So geht das hier in dem Laden. Bitches, Bitches. Ich kann den Typen auch ein bisschen frittieren. Der ist ja eh schon tot. Das ist voll okay. Und das Spiel ist eh indiziert. Also ich glaube, wir schaden dem Ganzen nicht mehr so, weil wir voll reingerannt. Anyway. Ich hab hier eine Knarre. Wir können nur auf die Schlachtbank geraten. Ich glaube auch, ey. Ich meine, erstens ist das Ding sowieso beschlagnahmt wegen den ganzen Hakenkreuzen hier. Und Entschuldigung. Ja, aber ich denke mir halt auch immer, bei irgendeiner Dokumentation hast du es doch auch. Also ja, ist es wirklich nur der Kontext, der da die Musik macht? Also genau, also wir müssen dazu sagen, wir mögen Nazis nicht so gern. Und das ist alles dokumentarisch. Fuck it, das ist ein geiles Spiel, so fertig. Mehr muss man da, glaube ich, nicht zu erklären. Ja, also ich... Am Anfang muss man alle schön messern hier. Ich denke mir halt immer, man muss nicht immer alles päpstlicher wieder Papst machen. Ich finde es bei so christlichen Sachen, vielleicht reite ich mich jetzt ganz hart in die Sache rein. Das tust du. Aber man sollte Sachen nicht zu überinterpretieren. Beziehungsweise... Ich muss dazu sagen, meine Mutter ist sehr christlich. Und ich bin deine Mutter, deswegen weiß ich das. Bad joke. Aber ganz schlecht. So, jetzt kann sie niemand mehr anfunken hier, diese Scheiße.
Nimm das, ihr Nazis, ihr verdammten Nazis. Dass man das kaputt machen kann. Ja, das ist schon, ne? Hallo? Das sind so Sachen, das daran denkt heutzutage keiner mehr. Das ist so wie Spiegelung, wo ich mich jedes Mal drüber aufrege. Naja, heutzutage gibt es schon noch Sachen, die man kaputt machen kann, aber... Aber Spiegelung gibt's keine. Spiegelung? Also, du meinst jetzt so allgemein... In dem Spiegel halt, ne? Ach wenn so, du vor dem Spiegel stehst. Das wundert mich auf jeden Fall. Also das ist. Hast du High-End-Grafik, zum Beispiel ja wohl das New Mindest Order, nicht New Order, The Order, ja. Hat einfach keine Spiegelung, trotz dass es Spiegel gibt. Aber die sind halt alle... So, jetzt wird auf Silencer geschissen und so. Jetzt geht der Alarm los, jetzt geht hier die Party richtig ab in dem Laden. Da wo ich mir ja auf jeden Fall denke, eben bei so... christlichen Vereinigungen, die dann irgendwas verteufeln, also so halt echt Karten oder verteufeln, zum Beispiel Pokémon-Karten werden verteufelt. Pokémon-Karten? Ey, man kann halt alles irgendwie verteufeln, anstatt die Sache einfach hinzunehmen, das ist da, so wie Leute sagen, die halt Entwickler, die Doom gemacht haben, das sind alles Satanisten. Ja, gut, das stimmt. Wo ich mir halt denke... Das stimmt allerdings und Jesus hat sie nicht sehr gern, aber nichtsdestotrotz muss man das nicht an die große Glocke hängen, denn Jesus vergibt allen und auch dir und auch deiner Mutter dafür, dass sie den Klempner so gern... Ich würde behaupten, du nennst meine Ausführung nicht ernst. Ich nehme sie schon sehr ernst, aber ich will das einfach nur... Überspielen. Also, ja, du bist wieder am Ende. Ja. Ich will einfach nur meinen Standpunkt klar machen. Ja, genau. Leg los. Das habe ich versucht. Leg los, werd groß. Das ist auch irgendein Zitat aus einer Werbung. Ich merke mir unnötige Zitate aus Werbung, sowas wie das Fruchtzwerge. Das ist bestimmt ein Werbespruch. Fruchtzwerge schmeckt, ob groß oder klein, wenn, weil sie immer gelingt. Nee, wo macht Kinder froh und genau. Erwachsene eben. So ein Scheiß halt, ne? Weißt du, sowas merkt man sich, das brennt sich ins Hirn ein. Das ist ja auch ein Job, sich Werbejingles auszusuchen, auszudenken. Das stelle ich mir richtig schwer vor, weil ich meine, oder es gibt so eine Formel dafür. Ja. Es muss sich reimen und es muss so ein Zweizeiler sein. Ja. Und es muss halt irgendwie so richtig sofort ins Ohr gehen, diese Scheiße. So wahrscheinlich ist es auch so eine Messern. Silbengeschichte. Rein da. So, Seitenbacher sagt doch jemand. Gibt es hier oben eigentlich die Seitenbacher-Werbung? Nee, oder? Seitenbacher? Ist das Würstchen oder was? Müsli. Seitenbacher-Müsli. Nee, das kenne ich das nicht. Das tut auch dir gut. Also ich weiß, dass es das bei Rewe gibt, aber eine Werbung davon habe ich nicht gesehen. Okay. Aber ich habe auch Seitenbacher. Das gibt es wahrscheinlich nur im Süden, diese Seitenbacher-Werbung. Das ist halt auch der Typ... Der das ist ein bisschen wie hip, nur ja, das halt, dafür Alter, das ist ja Namen. Richtig geil. Ja, hallo? Das war damals der Burner, ey. 2001, Mann, da hast du sowas noch nicht, gar nicht gesehen. So. Das erste Level, das haut richtig rein hier in dem Spiel. Bringt alle es eigentlich was, es zu zerstören? Nein, ich mache das nur, weil ich gegen Nazis bin. Ich verstehe. Ich meine ja nur, weil du kriegst ja auch dieses Symbol, okay, du kannst es zerstören. Ja, das sieht man immer an Sachen, die man zerstören kann. Das hilft dir, so Geheimgänge zu finden und so. Ah, okay. Also man kann auch so Stühle und so zerstören. Ich glaub. Wieso ist Twitch sauer auf mich? Bären Gulasch. Gulasch? Ich weiß auch nicht. Das will ich jetzt aber mal. Gibt es jetzt schon, muss ich jetzt in mein E-Mail-Fach gucken und sagen, hey, sie kriegen einen Strike. Gibt es auf Twitch Strikes? Gute Frage. Also Copyright? Weiß ich nicht. Copyright? Macht Twitch sowas? Ich meine, die sind ja nicht YouTuber, also bitte. Ja, eben. So. Ich finde es vor allem nicht tolerant, dass man als Deutscher ein Spiel nicht zeigen darf, wo ein Hakenkreuz drauf ist und Hitler-Ding ist. Es ist ja... wichtig, wie man zu Sachen steht. Oh, man kann es gerade rücken. Ja, Mann, diesen ganzen Scheiß, den kenne ich noch von damals. Das ist nicht schlecht. Ja, ja, ja. Das ist auch interessant, mal zu sehen, die ganzen Kleinigkeiten. Ja. Das ist eigentlich ein Geheimgang jetzt, der irgendwo offen ist, aber ich habe vergessen, wo genau. Und das Geile ist, guck mal, man isst so, indem man auf den Tisch geht. Das würde man in heutigen Spielen ein bisschen eleganter lösen. Da würdest du hier so eine Hand haben, die das einsammeln kann, so ein Handeigen. Ja. Aber hier steigst du richtig schön auf den Tisch drauf und dann läufst über das Essen. Und so isst du in diesem Spiel. Aber ich bin jetzt gerade voll. Okay, jetzt kann ich das nicht zeigen. Ich bin auf 100. Aber das ist eben gerade passiert. Das ist einfach nur dumm. Okay. Dumm und geil. Das ist interessant. Hier, Adi, der Gute.
Ja, Gold. Adis Gold geklaut, so schnell kann es gehen. Das Nazi-Gold. Das Nazi-Gold geklaut. Übrigens, wenn der Typ Blaskowitz heißt, ist er eigentlich dann polnischer Abstammung so vom Ding her? Das oder ist eine gute Frage. Genau, den habe ich gerade geöffnet. Schön, dass du Nazi-Gold klaut. Nazi-Gold. Das hat ja sogar... Jetzt, wie war das? Es gab mal... Es gibt so ein YouTube-Video, was ich mal gesehen habe, so Hidden Secrets. Das Ding ist... wie hieß dieses 2D-Spiel, was sie gemacht haben? It. Captain Keen? Commander Keen? Ja, Commander Keen ist von It Software, ja. Genau. Das ist eines der ersten. Der Vater von Commander Keen heißt auch Blaskowitz. Also das ist der gleiche aus Wolfenstein. Das ist ja Hammer. Und in Doom-RPG fürs Handy... Ja, das fand ich richtig geil damals übrigens. Das hast du gespielt? Ja, auf meinem alten Nokia hier Symbian... Siemens da Handy. Ist wohl der Endgegner und jetzt, wie war denn das? Irgendwie hängt es auch wieder mit zusammen. Das ist ja der Hammer. Also das ist ein Universum, Doom, Wolfenstein und Commander Keen. Sowas finde ich geil, sowas finde ich super geil. Also es gibt Querverweise aufeinander. Und dann kann man halt irgendwie so ganz krasse Fantheorien darüber spinnen. So. Das ist doch nett. Schön. Ja. Aber nur 4 von 7. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Ach, aber nur fast. Das ist schon okay. Mein Bier ist schon wieder verschwunden. So. Was Zauberei. Ach, der Chat hat nur gemeint, dass. Also, Bot Awesome hier sind. Lebt bei ihm der Stream nicht. Da kann ich nichts für. Bei mir läuft der Butter weich. Butter. Tumore. Einfach mal was vorgelesen aus dem Chat. Unser Hund ist Anfang des Jahres auch gestorben. Das passiert. Tiere sind die besseren Menschen. Das stimmt. Auch da kann ich nur zustimmen. Pferde sind jedoch schlechte Menschen. Naja, manche Leute mögen Pferde lieber als, bei mir als sie sollten. Game Inc. lad doch mal den Stream neu. Warum sollte ich das tun? Achso, bei Bierengulasch läuft der nicht. Na gut. Also bei mir läuft der Stream. Butterweich, lieber Bierengulasch. Das ist die Mauser hier. Wieso sollte ich neu laden? Ich lade dennoch mal neu. Ja, mach mal. Na, Waffe wechseln. Was ich an diesem Spiel so liebe, was manche überhaupt nicht verstehen können, ist, dass die Waffen so geil streuen. Das mögen Leute manchmal echt überhaupt nicht, dass die Waffen streuen. Aber ich finde, wenn man so von Kugeln, wenn die Kugeln immer so an einem vorbeifliegen, das gibt einem dieses geile Actionfilm-Gefühl so mäßig, wenn man so rumsprayt und diese Waffen sind so unpräzise und geil. Also so, guck mal, das sieht einfach Hammer aus. So. Die Typen schießen auf dich, treffen nicht, aber du bist mitten in der Action, weil die Waffen halt so hart streuen. Ja. Sowas finde ich irgendwie ganz nice. Tatsächlich. Wenn du neu lädst, bin ich offline. Das ist sehr gemein. Das ist ja frech. Liebe Leute, nicht neu laden. Aber das ist echt gemein von Twitch. Das ist richtig... Wie macht man das denn wieder richtig? Ich weiß es nicht. Laufen wir jetzt oder laufen wir nicht? Wir laufen, aber wenn du neu lädst, heißt es, wir sind offline. Das ist ja verrückt. Darf ich dann jetzt überhaupt weiterspielen oder nicht? Das weiß ich nicht. Ich guck mal, ob das überhaupt drin ist. Doch, guck mal, hier haben wir doch sogar Return to Castle Wolfenstein. Ja, klaro. So. Jan ist es immer noch sympathisch. Bin ich jetzt damit gemeint? Ich weiß es nicht. Liegt wahrscheinlich am Twitch selber. Jetzt kann ich meinen eigenen... Sagen wir einfach, wir lassen es einfach mal. Bis ihr sagt, hey, wir haben jetzt alle neu geladen, wir sehen euren Stream nicht mehr. Ich muss ja meinen eigenen Stream nicht sehen, ich bin ja drin. Das stimmt. Okay, wenn die Leute sagen, dass sie nichts mehr sehen, dann... Also wenn zu viele sagen, hey, Stream ist down, ihr könnt ja dennoch schreiben. Und für die Leute, die das jetzt nicht mitbekommen, für die könnt ihr ja das im Chat schreiben. Dass sie Bescheid wissen. Ja. Schnapp. Hier, der Vorschlag ist, wir sollen kurz Minesweeper anschmeißen und dann wieder zu Wolfenstein gehen. Das ist gar nicht so dumm. Wie jetzt? Aus dem Fenster raus, Minesweeper an? Mach doch mal. Und dann?
Also warte mal, Moment, ich muss hier ja wieder auf hier Vollbild aus. Genau. Wir machen das jetzt eben mal. Minesweeper? Das gibt's gar nicht mehr unter Windows 7, oder? Minesweeper? Doch, bestimmt. Doch. Hammer. Das wäre ja... Okay, und dann? Okay. So, ich schreibe das mal auch in den Chat. Ich lade auch selber mal neu. Jetzt weiß ich aber nicht. Ich glaube, du musst jetzt auch auf Minesweeper, dass Minesweeper angezeigt wird. Also auch noch in OBS wechseln, weil ich glaube, der nimmt die Information aus OBS. Oh Gott, ey, ernsthaft? Und jetzt mache ich das wie genau? Du gehst auf Rechner, links, ganz links, ja. Rechner. Gehst dann auf PC-Spiel, ja. Rechtsklick, Eigenschaften. Dann guck. Das ist Fernsehen, liebe Leute. Und dann, Auf Minesweeper ganz oben. So, okay. Und dann ziehst du das Feld. Wo ist es denn? Da oben links. Ach Gottchen. Zack. Oh nein, falsches Fenster. Upp. Na super. Jetzt habe ich den Rahmen verzogen, ne? Ja, geh nochmal unten. Soll ich denn die Einstellung neu laden? Ich weiß nicht, ob man die neu laden kann. Das geht, glaube ich, nicht. Du musst es einfach nur... Okay. So. Kriegst du das hin? Ja. Ja. Aber wie kann ich denn... Geh auf PC-Spiel und dann solltest du... Und einfach großziehen oder was? Ja, versuch mal. Sehr gut. Hammer. Und dann auf Übergang. Ich wusste nicht, dass wir... So. Hallo Leute, wir spielen heute Minesweeper. So, liebe Leute, Minesweeper, meine Damen und Herren. So, das hat die... Habe ich ja tatsächlich ab und zu mal gespielt. Aber ich war immer so der Solitär-Fan. Als ich noch keine eigenen PC-Spieler hatte. Das, ja. Ich lade übrigens auch mal neu. Damit können wir sehen, ob das funktioniert. Das ist die Windows 7-Version von Minesweeper. Das ist so dumm. Die hat eine viel bessere Grafik als die Windows 95-Version im Unterschied zu vielen anderen Versionen dieses Spiels. Es ist schön, wie du da... Grundsätzlich hat sich an dem Gameplay nicht viel geändert. Wieso machst du eigentlich den Game Plus Daily mit? Weiß ich nicht, weil ich keinen Bock habe zu recherchieren.